Vorurteile sind was Feines. Sie strukturieren unsere Welt in kleine, wohlgeordnete Schubladen, damit man nicht so viel nachdenken muss. Ist einfach viel praktischer so. Man weiß gleich, mit wem man es zu tun hat und kann sich mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Lesben sind frustrierte Männerhasser, Flüchtlinge wollen nur Hartz IV abgreifen, Obdachlose stinken und nehmen Drogen. Ist halt so. Dumm nur, wenn man Menschen begegnet, die überhaupt nicht ihrem Klischee entsprechen. Die widersprüchlicher, interessanter und komplexer sind, als es unser vorgefertigtes Bild von ihnen erlaubt. Frag ein Klischee beschäftigt sich mit unseren Vorurteilen gegenüber Menschen, von denen wir eigentlich nichts Genaues wissen, über die es aber viel Gerede gibt. Vor der Kamera werden sie direkt mit euren Fragen konfrontiert. Und zwar den unbequemen und indiskreten Fragen, die man sich normalerweise nicht laut zu stellen traut. Die Interviewten antworten euch hier persönlich und ehrlich, ohne politisch korrektes Drumherumreden. Habt ihr auch Fragen im Kopf, die ihr schon immer mal einem Priester, einem Türken oder einer Domina stellen wolltet? Dann macht das doch. Wir verraten euch regelmäßig online, welche Klischees wir als nächstes angehen und ihr postet eure Fragen auf Facebook, YouTube und Twitter. Darf man mit Vorurteilen spielen? Wir meinen, auf jeden Fall.